Hallo zusammen und willkommen beim Let's Play zu Station Years. Wir sind auf dem Mars und wir kämpfen gegen den Tod. Alles will uns töten, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. So, gut, wir haben Energieprobleme, definitiv. Wir müssen eine Klimaanlage installieren, damit das Gewächshaus nicht zu warm ist, was im Moment der Fall ist. Wir haben aber noch keine Pflanzen, die sterben, also haben wir da noch Zeit. Aber wenn wir eine Klimaanlage haben, dann brauchen wir auch noch viel mehr Strom. Und Strom ist sehr knapp im Moment. Also brauchen wir Solaranlagen. Wir haben letztes Mal gerade noch ein neues Element durchgebracht, das Invidium hier. Wir haben mega gebastelt, es hinzukriegen mit dem Hochofen, aber wir haben es geschafft. Und wir werden jetzt noch eine Solarpanels machen und dazu brauchen wir Kupfer. Wir haben extra viel Kupfer gemacht. Und dann schmeißen wir Kupfer rein und lassen das mal produzieren. Wie viel kriegen wir so raus? Ja, ein paar. Also drei kommen raus. Eins haben wir doch irgendwo. Wo haben sie hingelegt? Apropos. Mist. Wir haben doch letztes Mal noch eins gemacht, nicht wahr? Oder doch nicht? Ah, ich glaube, wir haben noch eins gemacht. Stimmt. Wir wollten, aber wir haben noch keins gemacht. Schon eingestellt, Solar. Solarpanel, ja. Nein, wir haben noch eins gemacht. Wo haben wir es denn hingelegt? Ah, ich habe noch im Inventar noch etwas, was hier nicht reingehört. Ah, stimmt, wir haben es gemacht. Aber dann, bevor wir weinen gegangen sind, habe ich da mein Inventar geleert. Das wäre dann. Also. Ich habe es jetzt auf Tab gelegt, die Alt-Taste, weil ich da viel besser navigieren kann. Ups, das wäre vielleicht noch ein Tipp für euch. Komisch. Das muss man doch sehen. Klar kann man die nicht an die Wand klatschen. Oder kann man es? Vielleicht kann man es in dem Spiel kann man so gut wie alles machen. Aber es hier reingetan? Nein. Habe es einfach noch nicht gemacht. Na gut. So, wir haben echt eine Challenge gehabt, mit dem zu braten. Wir brauchen das dann für den Radiator. Aber ja, also den Radiator müssen wir noch ein bisschen herschieben. Wir müssen jetzt wirklich Strom machen. Strom ist prioritär. Wir haben auch relativ viel Kupfer jetzt. Oh, was ist los? Akku. Airtank low. Alles, alles. Gut. Wir haben zwei. Wir brauchen mehr Kupfer. Immer den. So. Produzieren. Jetzt habe ich die natürlich hier reingelegt. Wir brauchen gerade alles. Wir brauchen Batterie. Echt. Ist, ich kann viel besser umgehen so. Eh? Okay, dann Lufttank. Gut. Seht ihr? Zack. Wunderbar, schon erledigt. Das müssen wir dann auch bald machen, weil sonst ist das unser nächster Tod. Die ist immer leer. Ach, unglaublich. Okay. Wie schaut es mit Trinken aus? Essen und Trinken ist doch gut. Wunderbar. Immer schauen, dass der Knopf aus ist, bevor wir hier aufmachen. Sonst saugen wir die Marsatmosphäre doch rein. So. Jetzt haben wir drei Stück. Gut. Kabel brauchen wir. Wir brauchen viele Kabel. Sollen wir mal die schweren Kabel machen? Hier. Gold. Nein, wir machen normale Kabel. Wir machen normale Kabel. Wir machen jetzt mit dem Rest. Ah, ich habe es ja hier hingestellt. Ah, ich bin noch eine Eld. So. Kommt mehr. Wir düsen nochmals runter. Jetzt möchte ich noch genau wissen.
Warte mal. Lass mal das so sein. Ah. Nehmen wir Kabel mit. Etwa 13. Gut, das sollte eigentlich reichen. Was ich eigentlich noch wissen will, ist, ich brauche noch ein Fundament. Wieder zu oberst. Hä? Hier, noch zwei Stück. Eisen. Kein Eisen drin. Nein. Oh. So. Eisen. Packen wir dich hier rein. Machen wir mal. Da verbraucht ihr Eisenbohrrahmen. Oh, das ist eine recht teure Geschichte eigentlich. So. Wenn man denkt, was man für einen Aufwand hat, Eisen ranzukriegen. So. Gut, was wollte ich sagen? Ich dachte, ich hätte irgendwas Wichtiges sagen wollen. Ah ja, genau. Glasscheiben. Uns geht das Glas aus. Wir brauchen solche Scheiben, Glasplatten. Glas. Glasplatten. So. Silizium. Wir haben Silizium. Perfekt. Silizium. Wir haben hier. Nehmen wir den kleineren. Gut, haben wir gerade durchgebrannt. Echt. Gut, das sollte reichen. Nein, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen die Wände noch. Wir müssen da oben dann noch einpacken. Dann lassen wir mal. Düsen wir hoch. Schauen wir, dass wir die Tageszeit noch Solarmodule hinkriegen. Und zwar, wir machen gerade auf die Seite, erweitern wir den Kasten. Jetzt ist gut, jetzt habe ich die Taste am richtigen Ort. So. 1, 2. Dann lass uns das zurechtschweißen. Einfach so reicht. Wir brauchen es ja nicht luftdicht. Dann, wo sind unsere Solarpanels? Hier. 1, 2, 3. Gut. Dann gerade die Glasplatten mal ready machen. Gut, wunderbar. Und dann Stromo. Werkzeug brauchen wir noch. Wo ist es? Hier. Komm. Ey, so. Kein Strom, keine Kabel, zu wenig Kabel, zu wenig Kabel. Dann schnell Kabel, Kabel, schnell, schnell, schnell. Kabelspulen sind angewählt, gut. Ich möchte jetzt nicht einfach stackweise Kabel produzieren, weil am Schluss haben wir da viel zu wenig Kupfer. Das ist meistens recht doof, wenn wir. Wir müssen mal herausfinden, ob es eine Lösung gibt. Ob man dann einfach später, wenn man dann alles Mögliche hat, also im Überfluss, wie zum Beispiel dann so 1, 2, 3. Haben wir alles montiert? Ja. Die haben noch kein Power. Da müssen wir die noch einstellen. Ups, falsche Seite. Auf 20, gell? 120 war, glaube ich, das Zauberwort. So, jetzt kommen die Power. Yes! 100 Watt. Ja, warte mal. Wäre es besser, eins weiter runter, warte mal. Ja, ich glaube, das wäre vorläufig besser geeignet, oder? So. Eine Möglichkeit zu knien.
Nein, 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 nein! Gerade ein Sturm. Nein, aber. Können wir hier gerade noch Platten reinmachen? Damit wenigstens Solarzellen ein wenig geschützt sind. Hier habe ich natürlich wieder den falschen montiert. Gut, können wir dann nachher regeln. Scheiße. Hier wäre jetzt das Fenster gut. Nein. Verdrückt mich ewig. So. Ach, ey. Ja gut, jetzt haben wir keine Eisenplatten mehr. Gut. 97%, 97%, 85%, 100%. Boah, der hat fast keine Schaden. Boah, wir hatten, glaube ich, mega Glück. Aber jetzt kommen wir hier nicht so schnell runter, doch. Wo ist mein Werkzeug? Schon gedacht. Lass es einfach im Luft liegen, Meliodas. Einfach nicht liegen lassen. So. Noch eins. Kommen wir runter durch. Komm schon. Nein. Wir müssen rein. Wir müssen rein. Weil unser Anzug nimmt sonst Schaden. Gut, wie geht's dem Anzug? Ich glaube, wir haben es. Boah, wir hatten mega Schwein. Nein, ich habe die Luft versiegt. Ah! Egal. Ja, ist doch nicht so wichtig. Es fehlt ja noch an allem. So, gut. Boah, krass. Wieder genau. Letztes Mal haben wir schon Solarzellen montiert. Ich glaube, jedes Mal, wenn man Solarzellen montiert, kommt ein Sturm. Ja, gut. Ich würde sagen. Gibt nicht viel zu tun im Moment, hä? Ich hoffe, unten passiert nichts. Ich hoffe, dass unten nichts kaputt geht. Hab ich es jetzt mega versaut mit der Luft hier drin? Ja, ein bisschen, hä? Und noch ein bisschen sauber machen. Was haben wir jetzt für Temperatur? 44 Grad, wird immer wärmer. Wie geht es eigentlich dem Wassertank hier? Er hat 12 Kilopascal. Ich glaube, das hält er schon aus, oder? Weil der steht eben in der Wärme. Nicht, dass den verjagt. Erstaunlich, dass wir immer noch Strom haben. Oh, meine Güte. Und die andere Sorte, ja gut, vielleicht ist sie jetzt besser geschützt. Jetzt liegt sie ja im Windschatten ein bisschen. Kommt der Wind jetzt immer von Norden sozusagen? Ist immer ein Nordwind? Weil dann kann man sich unter Umständen das sparen mit dem Megakreis einbauen von den Solarzellen. Dann müssen wir die nur hinter einer Wand setzen. Gut ist. So. Aber ich glaube, wir machen dann noch mehr. Wir müssen. Gut. Scheiße. War wieder. Alles will einen töten. Alles will einen töten. Aber die Solarzelle reparieren tun wir nicht mehr. Wir haben viel zu viel vom Isolierband. Stimmt. Wie macht man Isolierband? Isolierbank.
MK2 Isolierband. Gibt's einer? Ah, voll easy. Wir brauchen Werkzeugmanufaktor. Oder braucht es ein bisschen Eisen, aber wie machen wir den Werkzeugmanufaktor? Da brauchen wir das Kit. Und das machen wir. Automatendrehmaschine, hä? Eisen und Kupfer. Ja, voll easy. Ich glaube, das wäre dann das nächste, was wir machen. Damit wir da mal ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Ja, meh. Gut sind wir nicht am Meinen. Wenn der Sturm kommt und wir meinen, dann ist es brutal. So, ich sag so, der Sturm ist gerade weg. Und dann machen wir gerade jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge machen wir noch die Schadensbegutachtung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.